Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu MotoGP 16 Valentino Rossi The Game. Und ja, hier in Misano haben wir es wieder mal auf die Pole geschafft, weil es die KI nicht ganz hinbekommen hat anscheinend wieder. Mit den Zeiten dann, da gehen wir auch sofort ins Rennen. Heute fahren wir ein 50% Rennen. Und ja, weil mein letztes Silverstone, das war leider nichts. Ich hoffe, heute ist es doch ein bisschen spannender. Jo, starten wir gleich rein, würde ich sagen. Hallo Rennsportfans, heute... Ja, hallo Eddie, oh sorry, jetzt habt ihr abgewürgt, aber wir fahren eh heute relativ lang. Bernie Marquez, Lorenzo Rossi, Iannone Dovizioso. Ist alles bereit für den Start. Die so schaut's aus, Freunde. Sich zu konzentrieren. Denn nur mit einem starken Start kann man in den ersten Schikanen seinen Platz halten. Ja, mit unserem Team Grissini. Schauen wir mal, was geht heute. 50% Rennen. Heimrennen für uns. Für Aprilia natürlich. Los geht's. Lorenzo hier. Und die berühmte fünfte Position, oder? Na, siebte sogar, ne? Crutchlow mit vorne dabei. Ja, jetzt wollen natürlich alle da ein bisschen Positionen gut machen. Wir müssen uns auch ein bisschen unsere Position finden. Oi, oi, oi. Vorbei da an Espargaro, der mal mit will mit seinem Teamkollegen. Ja, danke nochmal für die guten Tipps und alles. Silverstone natürlich zu wild über die Curbs. Aber im Endeffekt bin ich nicht viel anders gefahren wie sonst eigentlich. Ja, Silverstone ist generell irgendwie so ein komisches eigenes Thema. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Okay, passt. Da müssen wir mal aufpassen. Ja, Iannone natürlich auch. Schon mal ein guter Start. Die Ducatis hier in Misano müssen auch was zeigen. Haben wir in der Saison noch nicht so wirklich überzeugt. Mich zumindest nicht. Hoppala, sorry, da haben wir mir alles eine leichte mitgegeben. Oh, da geht einer weit, das war glaube ich Dovi, oder? Hier noch nicht dran an Pedrosa. Ein Quali auch schon gesehen, Reifen immer im orangenen Bereich, wenn es stimmt, also... Wetter wahrscheinlich auch sehr warm und generell meine Farbe ist ja auch sehr warm. Reifen wird auf jeden Fall warm. Na, ja, Pedrosa jetzt hinter Iannone. Und ganz vorne natürlich wieder mal die drei schnellsten. Wir schauen, was wir mit unserer Aprilia hier machen können, die 14 Runden. Ich hoffe, irgendwie der Reifen geht noch nicht wieder ein. Wir versuchen da ein bisschen weniger über die Curbs zu fahren. Ich hatte da in den letzten Tagen so mal eine Überlegung, dass Superbike losgegangen ist, ob ich wieder Superbike Generations auspacken soll. Ist zwar schon ein bisschen älter das Spiel, ich weiß, aber irgendwie wäre schon witzig.
so quasi meine Anfänge, was ich gemacht habe, jetzt noch einmal hier versuchen mit Superbike Generations vielleicht einmal eine Runde zu fahren wieder. Das wäre eh geil irgendwie. Mit den vier Saisonen und so übergreifend. Ja, mal schauen. Vielleicht habt ihr da auch Wünsche, Ideen, Anregungen, wie auch immer. Ich überlege was noch. Ob ich es irgendwann mal auspacke noch einmal. Schauen wir, wie lange wir hier mit unserer Brille mithalten können. Am Anfang, auch in Silverstone, waren wir eh ganz gut dabei. Aber irgendwann ist es dann der Reifen komplett. War der Reifen dann komplett hinüber, also beide eigentlich. Aber hat man bis jetzt sonst auch noch nie so Riesenprobleme. Oh, Lorenzo weit, Pedrosa weit hier. Ja, hier bremsen sie am dicken früher, glaube ich. Da könnte man, wenn man dann ist, sogar einen Angriffsversuch wagen. Ja, wir sind noch gut drauf. Ja, der Hinterreifen. Boah, 10 Runden noch. Könnte interessant werden. Oh, hier noch einen leichten Fehler hier. Aprilia gegen Ducati. Da hinten schaut's gut aus. Ja, da schaut er schon. Andrea. Hat er irgendwelche Probleme? Ich weiß nicht. Mit den Reifen vielleicht. Da probiert er noch einmal zurückzukommen. Und hat uns noch einmal erwischt. Genau, hier müssen wir jede Möglichkeit nützen. Kann er kontern noch nicht. Jetzt hat er es probiert, jetzt hat er aber verloren. Oh, da probiert er es auch nochmal hier, aber wir können uns noch vorne halten. Dovi auf der 4 vor Pedrosa. Und die anderen drei wieder voll im Dreikampf vor eine Marquez, Lorenzo Rossi. Wieder Rutsch am Hinterrad ist schlecht natürlich für unseren Verbrauch. Sollten wir ein bisschen aufpassen. Ja, vorne jetzt auch schon ein bisschen der Reifen runter, aber ich glaube, das ist okay. Oi, 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 oi. Gut, ich glaube, wir müssen leider einen Joker ziehen. Erstens glaube ich einen kleinen Ticken zu spät. Und dann noch aufs Körb. Ja, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Das war...
Weniger reden wieder. Mehr wie beim Rallye, da schaffe ich es auch irgendwie. Beim WRC. So, Freunde. Konzentration. Reden können wir später. Alles ein bisschen zu knapp. Beieinander, dass wir da so reingrätschen hätten können vielleicht. Großer Gegner zu Low Lorenzo, geht er etwas weit, aber hat jetzt nicht wirklich viel verloren. Ah, in der zweiten Innen wieder übers Körb drüber. Ja, Hälfte, ja, könnte hinten hinaus wieder kritisch werden mit unseren Reifen. Noch sind wir da. Ja, von der Steuerung her wäre Superbike Generations mit Sicherheit auch eine riesen Umstellung. Jetzt haben wir gerade mal auf das hier eingeschossen. Und dafür jetzt ein Gefühl entwickelt. Ah, Iannone fällt da witzigerweise weiter zurück. Keine Ahnung. Warum man da nicht an mir ein bisschen wenigstens dranbleiben kann. Geht ihm gerade ein bisschen die Luft aus anscheinend. Ja, gegen Tobi hier vielleicht. Schauen wir mal. Der Desmo Tobi. Oh, und auch gleich Pedrosa mal fürs erste mitgenommen. War jetzt mal gar nicht geplant eigentlich. Ja, ich glaube noch geht's mit dem Gummi. Oh, jetzt kommen wir, jetzt fehlt mir durch die Power bei der Aprilia. So, da bin ich ein Tier auf der Bremse auf der einen Stelle, das ist gut. Haben wir uns auf die 4 vorgearbeitet, mal fürs Erste. Und Lorenzo wieder weit hier. Aus dem leichten Vorsprung. Ah, übers Körper ein bisschen, ja. Noch ist kein Problem. Wir werden auf jeden Fall dann die Traktion wieder nach oben geben, wenn wir nahe 0 kommen hinten mit dem Gummi. Oh, Marquez jetzt da weit. Und hat ein bisschen den Anschluss verloren, Marc Marquez. Hinten fighten auch noch immer.
Runde 10. Jetzt. Ja, ich glaube, in zwei Runden beginnt dann sicher die interessante Phase, wo dann ich wieder ein bisschen langsamer im Vergleich zur KI wahrscheinlich werde. Aufgrund der Reifensituation. Aber dann können wir hier auf der Strecke ein bisschen was wettmachen, hier in den, hinten in den schnellen Kurven vielleicht. Ja, Pedrosa in der Lauerstellung hinten. Und Marquez nach den einen Fehlern kann nicht mehr mit den Yamahas. Also sie machen selber wieder einen kleinen Fehler eventuell. Ja, noch sind wir sogar hier am Weg nach vorne und können hier... Oh, jetzt hätte man können fast sogar innen reingehen beim Marc Marquez. Ich will gar nicht glauben, dass wir da sind. Aber ich befürchte nicht mehr allzu lange. Oh, ein bisschen quer das Motorrad. Oh, und da komme ich hinten. Oh, 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 Freunde. Gehen wir gleich mal rauf, dass wir auch gleichzeitig ein bisschen den Reifen noch leicht schonen. Und ich glaube, das war es jetzt mit dem Angriff auf Marc Marquez. Der wird heute noch zum Blinken anfangen. Oh, da kommen die schon. Jetzt schon? Ernsthaft? Kommen die in den Turbo da die letzten Runden? Ich weiß nicht. So, Marquez, ein bisschen raus. Die werden auch so aggressiv irgendwie die letzten zwei Runden meistens, die KIs. Ja, wird schwierig jetzt, glaube ich, gegen Tobi und Dani. Wie gesagt, hier können wir ein bisschen was gut machen. Das war jetzt allerdings nicht so geil. So, unsere Kurve noch. Und dann, oh, Reifen runter und wir müssen noch drei Runden fahren. Ei. Ja, ich glaube, jetzt werde ich demnächst einmal hinten einen harten Reifen aufziehen. Warum auch immer jetzt in den letzten Grand Prix das so groß zum Thema wird auf einmal. Zum Testen habe ich leider keine Zeit, das ist ein Problem, da müsste ich natürlich vorher eine komplette Grand Prix Distanz fahren oder zumindest die 14 Runden einmal im Training oder im Quali einfach mal abspulen und mal schauen, wie der Reifen sich verhält. Gut, ich könnte auch mal die Hälfte der Distanz fahren und schauen, wo der Gummi ist. Aber nicht mal so das habe ich halb Zeit irgendwie. Leider. Aber ist schon klar, das würde mir natürlich helfen. So, nach hinten haben wir jetzt einmal zumindest gute... Marquez wieder da drauf. Was ist denn los hier bei ihm? Aber ich glaube, der ist dann hinten auch schnell da, der Iannone mit der Etze, wenn wir jetzt so langsam sind und es sind noch immer so viele Kilometer hier abzuspulen. Ja, und ich werde schon wieder immer langsamer. Ich glaube, es... Sollte aber jetzt nicht so krass sein wie in Silverstone, das hoffe ich doch nicht. Da war es ja extrem. Oh, Bernie mit dem... Oh, vorne rot, der Reifen. Am Temperaturlimit, da sind wir voll weggeschmiert und weggerutscht. Ach du Scheiße. Das auch noch. Obwohl ich die... entspannteren Bremsen drin habe eigentlich. Oh, schon die Suzuki hinter mir. Ich nur mehr Siebter. Ja, da haben wir an der 3 bei Marquez angekratzt noch vor ein paar Runden. Und jetzt geht schon wieder ans Überleben hier. Ja, die Temperatur vorne, die war extrem. Gummi wäre noch ein bisschen da.
Weiß nicht, ob das immer rot worden ist bis jetzt. Oh, auch Iannone mit Problemen. Hat er auch Reifenprobleme? Momentan hat er nur Streckenfindungsprobleme ein bisschen. Ich möchte zumindest in die Top 10 bleiben. Boah, ich muss für die nächste, fürs nächste Rennen muss ich mal was überlegen, ob ich da nicht hinten... Ja, ich muss testen. Ja, ich muss es einfach testen, aber unten. Hilft nichts. Zumindest die Hälfte von der Strecke, vom Rennen. Im Quali fahren. Nochmal schauen. Wenn es ausgeht natürlich. Ich werde es euch dann sagen. Ja, mir tut's blöd, bis wir vorbeifahren. Für das kann ich nichts. Wobei winken werde ich dich nicht. So, hier ein bisschen von der Bremse so runter, dass mein Reifen nicht zu extrem vorne strapazieren. Dann kommen wir auch schon jetzt in die letzte Runde, Freunde. Und das schaut ja gar nicht so extrem dramatisch aus, Gott sei Dank. Also Siebter wäre jetzt geil, dieses Rennen, wenn wir das schaffen würden. Na, jetzt schon langsam bekomme ich wieder Lust auf ein 100% Rennen auch vielleicht. Mal schauen, wo wir eventuell eins machen könnten. Und wann. So, jetzt haben wir ein bisschen drauf eingestellt hier. Das Setup habe ich ein bisschen umgestellt, dass ich wieder schneller, ein bisschen schneller umlegen kann. Vielleicht hat sich das ein bisschen negativ auf den Reifenverbrauch, in welcher Form auch immer, ein bisschen ausgewirkt. Hier, ja, da wird er schon wieder rot vorne. Ich habe schon wieder gesehen, da dürfen wir nicht extrem reinbremsen. Da habe ich vorher dann eh immer Glück gehabt, aber gut, einmal hat es mich dann erwischt. Da habe ich dann in der Endzone beim Bremsen nicht wirklich immer auf die Temperatur geschaut. So, irgend zumachen hier, jawohl, und raus. Jawohl, und da haben wir den 7. Platz hier in Misano bei unseren 50% Rennen. Gott sei Dank noch heimgebracht. Sehr schön. Und dann auch noch die schnellste Runde, 32,4. Die haben aber sicher irgendwann am Anfang gefahren. Rossi gewinnt vor Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso, Marquez, Iannone, Baum. Hinter mir Vinales, Espargaro, die beiden Suzuki Boys, dann Petrucci, Espargaro, Smith, Crutchel nur 13, er war am Anfang ja gut dabei. Keine Ahnung, was mit dem war. Eugene Liberty, Hector Barbera mit dem letzten Punkt. Uwe! Ah, Loris Bass ganz hinten und dann haben wir Bradl und Bautista. Eieiei, Freunde. Gut. Pedrosa überholt hier Espargaro dahin. Oh, Pedrosa ist schlecht dabei mit den Punkten. Und wir mit 118, ja, Iannone, mit alles hinten, in dem Gebiet werden wir wohl ungefähr bleiben. Gut, das war's für heute. Ich darf mich bedanken, Freunde, das war's. Ja, war ein geiler Grand Prix, muss ich trotzdem sagen, auch wenn zum Schluss der Kurve ein bisschen wieder ausgegangen ist, aber das war soweit okay noch auf der Strecke. Und das nächste Mal sind wir in, Aragorn, den muss ich auf jeden Fall testen. Alleinig von der Schwierigkeitsstufe her und dann noch auch vom Verbrauch. Mal schauen, ob ich auch wieder mit 50% vielleicht hinkriegen oder so. Jo, das war's für heute. Danke, wir sehen uns das nächste Mal in Aragorn. Ciao, ciao.